Das Motto Widerstände mutig weiterdenken haben wir entwickelt, nachdem wir beschlossen haben, nicht zu akzeptieren, dass es Jugendliche gibt, die offensichtlich keine Chance haben, ihren Weg zu gehen. 10 Jahre später jetzt und 7000 Teilnehmer später gesehen haben, 3/4 dieser Jugendlichen sind sehr wohl in der Lage, diesen Weg zu gehen. Was wir allerdings auch glauben ist, dass es noch viel, viel mehr Jugendliche geben könnte, die diesen Weg meistern und dass wir genau dafür gemeinsam schauen müssen, was sind Widerstände im System und wie können wir vielleicht auch gemeinsam den Mut haben, bestehende Handlungswege hinter uns zu lassen. Ich denke, dass wir auch in dem Punkt mit dem Motto sehr gut liegen, weil wir das Programm stetig weiterentwickeln und auch nicht immer den einfachsten Weg gehen. Der erste Bereich ist für uns Haltung und Programm. Klar, das Programm steht im Zentrum des Ganzen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wir machen ein Programm, wo wir den sozial benachteiligten Jugendlichen helfen, in den Arbeitsmarkt zu kommen, dann unterrichten wir sie auch in den Dingen, die ihnen wichtig sind, täte das keinem weh und es wäre d'accord, weil man das ja so macht. Das ist allerdings das, was den Jugendlichen meistens ihr Leben lang schon begegnet ist. Und da wir einen wirklich fulminanten Veränderungsprozess einleiten wollen, muss der auf einer emotionalen Ebene sein. Und das heißt, die Jugendlichen sind immer wieder überrascht, wie wir auf sie zugehen, was wir auch von ihnen verlangen. Wir verlangen nämlich wirklich eine ganze Menge, aber nur, wenn wir wirklich eine Hürde aufbauen, sind sie danach auch in der Lage, Hürden selber zu nehmen. Das heißt, unser Anspruch hilft, den Prozess zu gehen, sich selbst zu helfen. Und das ist für uns als Haltung zentral für alles, was wir tun. Das, was besonders wichtig ist, ist unser Kulturprogramm. Das kann zum Beispiel Theater sein. Das heißt, die Jugendlichen erfahren eine Woche vorher, wir machen Theater, mit fragenden Augen schauen sie unsere Kollegen an. Und dann haben sie genau 4 Tage Zeit, ein kleines Theaterstück aufzuführen. Und man sieht dort Entwicklung, man merkt auf einmal, dass bei den Teilnehmern sich was bewegt. Am Ende jeder Aufführung musste jeder seine Komfortzone verlassen. Er musste wirklich eine Hürde nehmen. Und das ist eigentlich auch eine Hürde, die er später in der Berufswahl hat. Ja, weil unsere Jugendlichen kennen nicht viele Berufe. Da muss man schon mal eine Hürde nehmen und sagen, okay, ich probiere jetzt mal was aus. Und wenn man das vorher im Theater mal erlebt hat, ja, dass man auch mit einem guten Gefühl aus so einer Geschichte rausgehen kann, schaffen wir einen Impuls, dass sie sagen, okay, ich probiere Dinge aus. Wir sind erfolgreich mittlerweile seit 10 Jahren. Weil wir von Beginn an alle Sektoren mit einbezogen haben. Die öffentliche Hand war von Anfang an im Boot, die Wirtschaftsunternehmen sind im Boot, die relevant sind und die Gesellschaft ist im Boot. Bedeutet, Joblinge geht von einem ganz anderen Selbstverständnis aus. Wir leben nicht von der Abschottung, wir sagen nicht, wir machen unseren kleinen Bereich und sonst gibt es nichts, sondern wir sehen uns als Team übergeordnet, wenn man so möchte. Gemeinsam bündeln wir unsere Kompetenzen, bündeln unsere Stärken und können so am meisten erreichen. Joblinge möchte eine Win-Win-Situation herstellen. Das heißt, wir gucken uns immer an, welche Bedarfe hat mein Gegenüber. Bei einem kleinen mittelständischen Betrieb sind es Ausbildungsplätze. Bei einem größeren Unternehmen ist es beispielsweise das Joblinge-Mentoring. Und wir versuchen, eine Bandbreite an Unterstützungsformaten herzustellen. Und dadurch können wir auch unterschiedliche Partner für uns gewinnen und auch für die Sache gewinnen, nämlich für den einzelnen Jugendlichen. Beispielsweise haben wir einen Lernbauwagen gemeinsam mit einem großen rheinländischen Chemieunternehmen und einem Porzer Biohof und den Joblingen gemeinsam erstellt. Also das ist etwas, wo nicht nur die Joblinge, sondern auch die Joblinge-Mitarbeiter und auch die Unternehmen aus der Komfortzone genommen werden und wirklich kooperativ das Prinzip geben und nehmen, praktisch umsetzen. Wir wollen, dass alle Beteiligten daran arbeiten, dass wir insgesamt wirksamer werden und dass wir auch Erfolge messbar machen. Das kann nur geschehen, indem wir die Partner in der öffentlichen Hand, die Partner in der Wirtschaft und die Partner im sozialen Sektor zusammenbringen und sie alle sich darauf einigen, dass man für einen guten Output auch eine gewisse Messbarkeit braucht und es sinnvoll ist, diese Messbarkeit auch transparent zu machen.
Seit 2012 arbeiten wir sehr intensiv mit der Stadt Leipzig zusammen. Die Stadt Leipzig finanziert unser Klassikprogramm und wir sind sehr transparent. Nicht nur transparent im Zeigen unserer Ergebnisse, sondern auch transparent im Zeigen unserer Wege, die wir gehen, um die Ziele mit unseren Jugendlichen zu erreichen. Diese Offenheit hat dazu geführt, dass die Stadt Leipzig uns mit dem Start des Kompass-Programms 2016 wieder unterstützen wollte. Man sieht an diesem Beispiel, glaube ich, ganz gut, dass Transparenz nicht nur was mit Zahlen zu tun hat, sondern Transparenz auch etwas damit zu tun hat, dass man Vertrauen schafft in die Dinge, die man tut und dass man den Partner daran teilhaben lässt, wie Erfolge entstehen können. Die These Gestalten statt Verwalten ist wirklich wichtig, einfach weil sie auch zeigt, wie man es richtig und vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Und da ist ganz klar, dass wir auf die Jugendlichen eingehen. Wie machen wir das? Jetzt am Beispiel MINT-Welten, MINT, Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und so weiter. Wenn man ehrlich ist, das mag für viele im ersten Moment jetzt nicht so toll klingen. So ist es auch bei unseren Jugendlichen. Und genau da gehen wir ran, ja, weil das einfach auch Branchen sind, die sehr zukunftsträchtig und vielversprechend sind. Und wir versuchen einfach, die Jugendlichen dafür zu begeistern, ja, und ihnen einfach mal zu zeigen, was bedeutet das eigentlich konkret? Ein ganz klassisches Beispiel für Gestalten statt Verwalten, denn wir verwalten die Jugendlichen definitiv nicht, sondern wir gestalten gemeinsam mit den Jugendlichen und den Unternehmen die Zukunft. Wir sind tatsächlich der Meinung, unsere Partner haben ganz viel Mut bewiesen und damit meinen wir den Mut von Sozialpädagogen, immer wieder kritisch zu hinterfragen, ist das, was ich tue, tatsächlich das Hilfsbedürftigkeitsphänomen beenden oder womöglich verlängern? Damit meine ich genauso Unternehmen, die bereit sind, sich zu hinterfragen, wie ist eigentlich das sinnige erste Bild, was ich mir von einem Bewerber mache? Ist es wirklich die Papierform oder ist es vielleicht viel stärker die praktische Fähigkeit? Ja, dass die nächsten 10 Jahre einfacher werden. Also ich glaube, das wäre ein Wunsch, Dinge zu verändern, die institutionalisiert sind, die eher hinderlich sind, dass man aufgrund des Perspektivwechsels und den Erfahrungen, die man jetzt auch gesammelt hat, von denen man ja letztendlich auch profitieren muss und auch eine Verantwortung, glaube ich, einhergeht mit unseren 10 Jahren, zu sagen, wie kann man die nächsten 10 Jahre besser machen.